Hallo ihr Lieben, kleiner Quick-Tipp aus dem Garten-Gemüsekiosk. Mit der Ernte nimmt das hier kein Ende. Die Chinakohl-Pflanzen aus den Kartoffeltonnen müssen auch raus und hier waren Schnecken. Und wie der innen drin aussieht, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Wie gut, dass wir Hühner hier haben, denn die freuen sich über das Grün, was immer wieder zwischendurch kommt. Na klar, die äußeren Blätter, die können ab. Aber innen drin sieht der bestimmt noch gut aus. Und die Frage ist, was macht ihr mit Chinakohl? Wenn ihr jetzt Chinakohl bei euch erntet, was bereitet ihr daraus zu? Ja, noch, die können auch noch ab. Da ist noch eine Schnecke. Und so sieht der Chinakohl jetzt aus, auseinandergenommen. Den muss ich natürlich noch waschen. Und entweder wird er ganz fein geschnitten und kommt dann als Salat auf den Tisch oder wird leicht angedünstet. Oder was ich am allerliebsten mache, ist, ich fermentiere den. Zum Beispiel in Variation des Kimchis. Schaut mal, da haben wir auch ein Video zu gemacht. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr mit so einem wunderbaren Chinakohl aus eurem Garten jetzt anstellen werdet.